Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte auf dem Marsch. Wir holen jetzt mal einen zweiten Dolly, den besten mit zwei Achsen. Mal schauen, ob er besser ist. Mit einer Achse kommen wir nicht hoch. Da drehen die Räder durch. Dann liegt der LKW-Hänger auf. Schlecht. Wenn das nicht funktioniert, dann würden wir halt einen normalen Hänger nehmen und dann. Natürlich ungünstig, weil die anderen nur stehen und warten, aber irgendwie anders. Die müssen ein bisschen Gas geben und wollen die Erde noch schaffen. Eigentlich. Ja, müsste alles zu schaffen sein. In den nächsten rund 4 Folgen. Aber man weiß ja nie, ne? Unser Weiß rechts muss auch noch gemacht werden, aber gut, das ist ja noch nicht reif. Ist nicht ganz so dramatisch. Das schaffen wir auch noch. Der Kalk muss auch noch werden auf 1 und auf 14, aber das ist nicht so dramatisch. Wir haben hier genug Zeit. Das können wir auch noch machen, wenn wir die Ernte fertig haben. Ein Kalksteuer ist schon parat, da ist schon voll gemacht worden. Müssen wir auch Geld haben für Kalk und Dünger. Mit Dünger hätten wir so schon, aber Saatgut weiß ich auch nicht genau. Also ich hole zum Händler. Aber da kann man zur Not auch noch ein paar Paletten verkaufen. Ist an sich kein Problem. Das kriegen wir noch finanziert. Und wir müssen ja noch Silage verkaufen. Auch nicht geschafft. Aber zur Not halt in der nächsten Aufnahme zählt schon die Ernte vorbei ist. Der Kahl ist ja eigentlich die letzte Ernte, die jetzt reif ist. Dann kommt nachher die. Dann Hopfen und. Und. Mais. Aber einer am anderen, ne? Wir können auch noch ein bisschen Mischwasser verkaufen, zur Not. Ja. Das ist wirklich ungünstig. Anhängen geht auf jeden Fall. Meine Sorge nicht geht. Schauen wir mal, ob es besser klappt. Ich glaube nicht ganz dran, aber. Na, ja, schauen wir mal. Wird schon klappen. Müssen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Und das müssen wir Hänger einzeln fahren lassen. Aber das war ja so nicht vorgesehen, ne? Also. Das soll ja vorangehen. Mit zwei geht ja ganz gut. So, was für Temperatur? Ja, okay, 65 Grad. Nee, ist mir auch schon warm hier drin. Das ist Temperatur von der Grafikkarte. Gesamtleistung 60% mit OBS und mit dem Spiel zusammen. Geht schon irgendwie. So, wir müssen quer über den Acker fahren, aber nicht durch die Vor. Und da auf dem Deich ist ja die anderen beiden Hänger, die stehen da umher. Extra den starken Traktor genommen mit den relativ großen Bereifung, aber die Deiche mag er nicht. Auch mit Allrad kommt er nicht hoch. Da stehen die drei und warten, kosten jetzt Geld. Ah, was soll's. Gut, wenn immer alles glatt laufen würde, ne, dann wäre es ja zu langweilig. Und so. Haben wir unseren Spaß, hoffe ich jedenfalls, dass ihr auch einen Spaß habt. Sieht gefährlich aus, ne? Naja. Rückwärts fahren ist ja auch nicht so ganz einfach mit zwei Anhängern. Mit einem schon schwierig, mit einem Dolly. Aber mit zwei, naja. Fast unmöglich, vor allem wenn sie so ungünstig stehen, ne? Keine ebene Fläche. Aber hochachtet von jedem LKW-Fahrer, der das eingepackt bekommt, also das muss ich mal so sagen, wenn ich das so sehe, wenn die fahren rückwärts, auch wenn es eingewiesen wird und so, ne, ein zweiter Einweis tut, dass man anhängen alles sehen kann, ist schon, also, super Leistung. Ja.
ich hoffe, dass er den zweiten Räder dann entsprechend höher hebt, dass er eben nicht da bremst. So, fahr mal selber hoch, vielleicht klappt das schon mal. Weil da ist eine kleine Kante drin und das macht ja eben, glaube ich, Probleme. Ansonsten haben wir den Schieben, ne? Also Gewicht hat mir auch nicht geholfen und eine neue Dolly auch nicht. Also wollen wir schieben. Wenn das nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Einzel fahren lassen. Ein paar Meter kommt er ja, ne? Oder Zentimeter zumindest. Müssen wir seitlich was geben, einen Schubs, dass er auf die Spur kommt. Junge, gib Gas! Na, na! Wahnsinn! Mit Glück haben wir nachher das Glück, dass wir hier zum zweiten Mal, dass er mit Schwung fahren kann. So, fahren wir jetzt um, da haben wir noch Hauptgewinn. Entschuldigung! Packt. Bis zur nächsten Ecke, wo er wieder steht. So. Hey, ich hab noch was da. Komm mal zurück. Ja, das war ein Scherz. So, mal gucken, was am besten ist für uns. Das zweite aufholen kann, ne? Ich kann gleich den ersten nehmen. Jo, jo. Das ist Samstag jetzt, ne? Und bei mir schon drei. Nur noch bearbeiten. Pro Video ungefähr 15 Minuten ungefähr. Hochladen und gleich. Und das kann ich näher parallel machen, das ist kein Problem. Also nochmal gut 3 Stunden. Hochladen und bearbeiten. Ich meine, das mache ich sonst in der Woche entsprechend, wenn ich Zeit habe. Also immer so nach und nach, nicht alle auf einmal. Und nächste Woche ist auch nicht so tragisch, weil dann mache ich ja 3-4 Folgen oder so. Meistens denke mal 4, werde ich machen. Dann werde ich die bearbeiten, hochladen und dann mache ich wieder 4 und dann habe ich nachher genug Zeit nachher zwischendurch. Und da habe ich irgendwie frei. Aber jetzt ist ja darum, dass ich die Zeit habe, die wo ich nicht zu Hause bin. Ne? Ich meine, normalerweise ist ja so, Touring-Karte musste ich ja nur ein paar Folgen mehr machen. Damit ich nicht am Freitag, und ich komme noch für den Samstag keine Folge machen muss. Also auch nicht am Sonntag. Sondern erst am Montag. Oder war es am Dienstag erst? 6 Folgen hochrechnen? Ja gut, war 10 waren es gewesen. Ich habe mal 2 mehr. Also ich muss im Prinzip schon Sonntag 2 Folgen machen. Also, da kann ich mir beruhigt am Freitag noch ins Bett legen und am Samstag die Folgen vom Sonntag fertig machen. Von daher
ist das kein Stress. Und so oft fahre ich halt hin nach Hause, von daher ist das nicht ganz so dramatisch. Hätte ich mir auch vorüberlegen können, ne? Oh, machst du keine 14 Folgen pro Woche, pro Serie, sondern pro 7. Aber dann seht ihr selber, wie weit wir vorankommen. Deswegen gehe ich auch zurück auf die 3 Tage. 6 Tage ist hier, muss man ja machen, theoretisch, wenn man noch mehr Felder hat, ne? Die Tiere muss man halt dann immer nebenbei machen, wenn Regen kommt und so. Die haben immer vor dafür 14 Tage, für 2 Tage. Von daher ist das nicht ganz so dramatisch. Und da haben wir auch den großen Hänger daher. Mal sehen, ob der reinpasst im Stall. Wenn nicht reinpasst, dann müssen wir halt kaufen, der tiefer ist, aber halt in den Einschwung alle versorgt kriegen. Und die Schweine, da müsste eigentlich das ausreichen. Die brauchen nicht viel. Mal sehen, wie der andere Treff kommt. Mit dem, ob er hier mal anhält, ne? Das ist ja die entscheidende Frage. Er wird hier wohl leer rüberkommen, ne? Ja, leer ist er gefahren, komplett. Aber er macht halt Schwierigkeiten, wenn er voll ist, ne? Ich habe schon mit Absicht die Kurve ein bisschen größer genommen. CP, CP, das sind die Fahrer hier. Na, jetzt sind die Abstände auch so halbzig, wie ich es haben wollte. Ja, ich bin voll, ne? Wo ist er? Also stell dir vor, du hast so einen Kursplay-Abfange und es klappt nicht. Ich meine, theoretisch kann man jetzt auch so Kurs berechnen und dass er abfährt, ne? Aber wie gesagt, mit 3 Stück, das wird schwierig. Der Gelbe kommt. Da muss ich aufpassen, dass wir da im Notfall einspringen. So, hier bin ich noch stecken. Oh, stecken. Oh, ist kalt. Wachstum muss zum Glück nicht. Normalerweise muss ich mein Stoppschild entsprechend anhalten. Normal, ne? Und wenn die anders halten, halt machen wir manuell, ne? Spiel nicht lang umher. Müsste eigentlich machen wir so. Jetzt machen wir manuell. Denn noch eine Runde fahren lassen will ich nicht, weil dann dauert es zu lange. Ich möchte ja mal fertig werden, ne? Ich weiß gar nicht, wieso er weiterfahren wollte, das weiß ich jetzt auch nicht. Normalerweise hat er es richtig gemacht, normalerweise. Er macht die Plane auf und hält eigentlich an. Eigentlich. Aber ist er gleich wieder weitergefahren. Und das ist ja grundsätzlich verkehrt.
Aber wie immer so ist, ne? Das ist immer schwierig hier. Unsere Kollegen hier. Ob die was nehmen oder was saufen, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich krieg nichts dabei. Aber überlegt, ob das alles schon wert ist, ne? Die Maschinen sind teuer. Das muss für ein paar Tage mehr ernten. Ne? Schon der Wahnsinn. Wäre schon ideal, wenn man Maschinen entsprechend universal ersetzen kann. Ne? Also der Motor ist ja im Prinzip für alles verwendbar. Ne? Aber ist ja so, dass so, wer ist zuerst voll, wer möchte zuerst, wer hat zuerst? Fangen wir hinten an. Einer ist voll von den Roten. Lexikon natürlich noch nicht, das ist mal klar, das ist ein bisschen ungünstig, Anführungszeichen, aber das ist nicht so schlimm. Stroh werden wir dann nebenbei schön schwatten, irgendwann mal, und dann werden wir entsprechend Richtung links fahren. Entschuldigung, Richtung Pellersabrik. Dann kann die schon mal arbeiten nebenbei. Dann können wir die Hackschlüssel für alles nehmen, weil kann auch nicht Papier, Beton. Ja, dann geht es weiter, ne? So, wieder leer. So läuft das einigermaßen, ne? Wenn es gut läuft, ist gut. Gut, der Abfahrer, der, ja, gut, der will es halt nicht so richtig, aber gut. Aber das andere funktioniert. Wenn wir den schön schwatt gemacht haben nachher, auf alles auf einen Schwatt nachher. Mal schauen, was für ein Gerät ich noch habe. Handhöhe über 1. Oh ja, jetzt werde ich müde. Ich bin ja heute relativ früh aufgestanden, relativ. Um 9. Aber auch nur deswegen, weil ich was vorhatte und was viel wichtiger war, bin gestern Abend relativ früh ins Bett gegangen, also um 10 glaube ich. So, die Folge zu Ende. Ich sag mal Tschüss, ich danke fürs Reinschauen. Man hört uns vielleicht dann zum nächsten Mal. Tschüss.